jetzt mache ich aber nicht denselben Fehler wie vorhin. Also wie vorher hier. Ich mache jetzt nicht eine Ballfabrik für die Nitonol, was auch immer Geschichte hier hin. Nee, das mache ich anders. Ich lass dich da, wo du bist. Das ist okay. Verbinde dich damit. Fordere hier die Bälle an und die Platten. Nitonol Bearing Ball da. Keine 500 Stück. Nee, das dauert, glaube ich, eine Weile, was wir die haben. Und das Metall da. So, die werden angefordert. Du wirst beschränkt. Und jetzt mache ich irgendwo anders hier nicht die Nitonol-Bälle. Da unten, wo Stahl und Titan ist, habe ich bestimmt keinen Platz mehr. Oh, doch. Ja, warte. Mach den weg. Klau den von da. Setz die da hin. Und reiß dann die hier ab. Okay, und dann mache ich hieraus dann die Bälle. Natürlich hätte ich das Ganze auch lassen können. Aber ich wollte demnächst ja eigentlich auch die roten Solarpanels und was weiß ich hier bauen. Das wäre doof, wenn ich den Platz hier verballer. Jetzt habe ich allerdings mehr als genug Platz und kann dann hier sagen, bitte stelle hier Nitinol-Bälle aus Nitinol-Platten und beschränke das Ganze so und vergötter dich und dann ist gut. So, und Upgrade die Ärmchen bitte mal. Damit das auch alles schnell läuft. Warum? Jungs. Da. Hab ich gerade was kaputt gemacht? Warum sind hier keine Ärmchen mehr? Ich glaube, ich habe gerade nicht aufgepasst. Na, falsch rum. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ich nur ein Upgrade-Dingens gemacht habe. Und nicht irgendwas abgerissen. Sehr, sehr komisch für mich gerade. Egal, Hauptsache es funktioniert jetzt wieder einigermaßen und wir haben alles an Bällen, die wir brauchen. Oh. Was ist hier los? Nitinol-Platte? Nitinol-Platte. Ah, falsch rum. Gut. Wir wurden irgendwo angegriffen, aber das scheint sich auch gelegt zu haben. Das ist okay. Gucken wir wieder hier hoch. So, du hast kein Lubricant. Warum hast du kein Lubricant? Weil die Fabrik falsch rumsteht. Okay, Gottmodule. Go. So, Nitinol Bearings haben wir jetzt auch. Die Nitinol Bearings haben wir allgemein nur genommen. Ich glaube, die Bälle braucht man auch noch. Hatten wir nur genommen, um erst endlich die besseren Fabriken bauen zu können, richtig? Die da. Dafür bräuchten wir jetzt noch 5 Tungsten-Carbide-Platten. Die waren hier unten. Da? Ja. Tungsten-Carbide. Her damit. Bau bitte davon ein paar. Dann gehen wir hier oben hin, bei den Fabriken, die Fabriken bauen. Und stellen die schon mal so ein. Bitte bau die Fabriken. Und dafür brauchst du ganz viel Zeug. Also erstmal kriegst du auf jeden Fall die da. Dann hättest du gerne Nitinol-Platten waren das, glaube ich. Platten, dann die Tungsten-Carbide, Nitinol-Zahnräder. Tungsten-Carbide-Platten. Nitinol-Zahnräder, Nitinol-Bearings, blaue Chips. Circuit Board oder Processing Board? Multilayer Circuit Board, richtig? Nein. Processing Board, die nehme ich mit. So. Und wir haben keine Anlage gebaut, die Zahnräder erstellt. Gut. Beschränken wir kurz die Kiste und gucken uns dann unten um, ob bei den Zahnrädern denn irgendwo Platz ist. Waren die überhaupt hier? Ja, waren sie. Das ist jetzt nicht so schlimm, richtig? Richtig, weil wir brauchen bei weitem keine 2 pro. Das heißt, wir stampfen das hier mal ein.
Und mache aus dem hier jetzt einfach Nitinol Gear Wheel. Da und da. Und du hättest gerne Nitinolplatten und das war's. Shift rechts, Shift links. Das Zeug nehmen wir da raus. Das Zeug nehmen wir raus. Wow. Das sortieren wir gleich irgendwie weg. Und wir haben keinen Platz. Okay. Yeah, lila Kiste da. Zack. So, weg. So. Oh, habe ich so viele Stahlbälle dabei. Tu weg. So. Also haben wir jetzt auch nicht null Zahnräder. Das heißt, damit dürften wir jetzt die nächste Stufe an Fabriken automatisieren können. Wenn ich das richtig sehe. Vorher hätte ich allerdings ganz gerne hier die Gottmodule raus und die guten Gottmodule rein. Weil die Null-Geschichten sind ja doch ein wenig kostspieliger. Achso, und hier brauchten wir die nächstbessere Fabrik schon. Das heißt, so, und erst hier kann ich jetzt die Gottmodule 4 herstellen. Oh Gott! Ja, interessant, okay. Processor Boards, 4 Stück und dann ganz viel Zeug. Kopier mal das von da dahin, weil ich bin mir relativ sicher, dass wir dieselben hier auch brauchen. Und ich brauche gleich noch eine Kiste, richtig? Ja, ich brauche eine Kiste für die ganzen anderen Komponenten hier. Gut. Achso, die hier mache ich jetzt auch zu besseren Fabriken, damit wir noch mehr Platz haben für Gottmodule. Und da ist mal 5. Das ist jetzt Ende Gelände, ne? Letztes Gottmodul. Mächtiger geht's nicht mehr. 150% weniger Strom, 200% mehr Speed, 50% mehr Produktivität und 100% weniger Abgase. Das heißt, wir produzieren nachher null Smog und werden nie wieder angegriffen, selbst wenn wir direkt neben der Basis eine Riesenbasis bauen. Kein bisschen übertrieben, nein. Und dafür können wir dann 5, 6 Stück in eine Fabrik reinballern. Das ist krank. Aber gut. Wir hätten gerne Electronic Components, CPUs und dann gucke ich weiter. Also du hättest gerne Electronic Components, CPU. Dann waren noch Edelsteine. Ich glaube, der da war dabei. Keine 100 Stück, nein. Komm, 10. Der da war dabei und der Emerald. Das könnte problematisch werden, denke ich jedenfalls immer, wenn ich die sehe. Weil wir die früher so häufig verbraucht hatten bei... Ja, es wird kein Problem. So häufig verbraucht hatten für die Munition, für die Common Shotgun. Aber es ist jetzt ja nicht so wirklich das Problem. So, rein. Fehlt da noch irgendwas? Warum? Stopp. Brech das mal ab. Warum kann ich hier keine Gottmodule reintun? Kann ich nur von Hand reintun? Hä? War das... Okay, entweder bin ich von meiner Krankheit immer noch so sehr geschwächt, dass ich nicht stark genug die Steuerung-Taste drücken konnte. Oder das war irgendwie gerade komisch. Egal, du... Tu das rein. So, was fehlt dir noch? Die Polished Amethysts. Werden aber angefordert. Okay. Oh, wir polischen gar keine Amethysts. Das könnte natürlich erklären, warum keine da sind. Du. So, du kriegst Stein. Du. Wo sind die Steine? Da sind die Steine. Polished Amethyst. Hat Amethyst. Oh. Oh, interessant. Okay, wir bekommen Amethyste nur über diese neue Art von Polierpaste. Also die eigentlich auch wesentlich effektivere und praktischere und bla 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 Polierpaste, die ich bisher hier nicht benutzt habe. Weil wir ja unendlich viele von den Edelsteinen haben. Deswegen habe ich es halt bisher nicht gemacht. Aber jetzt muss ich das wohl. Und neuer Tag beginnt, okay. Was für Amethyst-Zeug haben wir?
Ist das Raw? Genau, Raw Amethyst. Das heißt, du musst jetzt verarbeiten Cut Amethyst. Also Raw Amethyst zu Cut Amethyst. Dazu brauchst du ein Grinding Wheel. Den müssten wir erstmal automatisieren. Und du brauchst Wasser. Nicht ernsthaft. Also wird das nicht hier gemacht. Schade. Hatten wir einen Bereich für Wasser? Also wir hatten einen für Lubricant, einen für Schwefelsäure und so weiter. Aber hatten wir wirklich einen für Wasser oder hatten wir das immer nur so, wo es gerade in der Nähe war, gemacht, ne? So wie hier. Okay, dann machen wir das halt hier. Wir nehmen also nicht die. Wir nehmen hier das, verbinden das nicht da. Verbinden das da. Du machst die. Wasser in der Mitte. Du machst. Du brauchst wieder kein Wasser, oder wie? Das ist doch alles komisch hier. So. Dann hätte ich gerne hier eine Wasserpumpe. Zick, 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 zick. Wo bist du? Da bist du. Wasser. So, du brauchst jetzt das da. Wie sieht das aus? Wie eine Dose. Also Raw Amethyst und eine komische Dose. Vorder an. Raw Amethyst. Und wo wird die komische Dose sein? Da ist die komische Dose. Okay. Und du brauchst die komische Dose nicht. Du brauchst ein Polishing Wheel und Polishing Compound. Noch mehr Sachen, die wir automatisieren dürfen. Yay. Polishing Wheel und Polish... Wo ist der Polishing Compound? Da. Und dich beschränken. Dich beschränken. Okay. Dann suchen wir uns jetzt irgendeine schöne Ecke in unserer Fabrik. Sagen wir mal hier. Oh, ihr habt alle nichts zu tun, Jungs. Ja, das tut mir leid. Ihr könnt ruhig die Basis da töten gehen oder so. Ach, tut ihr schon. Ja, sehr gut. Viel Spaß. Flop. Nein, falsch, 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 falsch. So. Du baust jetzt bitte. Was brauchen wir dafür alles? Für die Polishing-Sachen? Polishing Wheel ist einfach nur Stahl und Holz. Das ist ja... Oh, was für ein Holz? Ach, Holzbretter, sehr gut. Du forder bitte an Holz. Und forder bitte an Stahl. Und beschränk das mal auf 3 Stacks und Götter. So. Wir brauchen noch eine dritte Fabrik, ne? Ja, brauchen wir. So. Dann machst du jetzt bitte diese andere Paste. Paste braucht Leichtöl und wird in der Chemical Plant hergestellt. Das wäre sonst einfacher. Was war's mit dem dritten Ding? Diese Dose. Genau, die Dose ist einfach nur Stahl und Silikonkarbide. Silikonkarbid? Das ist wieder so ein graues, komisches Ding. Ja, da, Silikonkarbid. Das sollten wir hoffentlich haben. Wir haben ja fast alle von diesen Subkomponenten inzwischen in irgendeiner Form irgendwo automatisiert. Außer anscheinend Silikonkarbid. Gut, das dürfen wir gleich auch noch automatisieren. Was war das andere? Und Stahl. Yeah, da. So. Silikonkarbid. Bitte stelle her. Ein Chemical Plant, ein Electrolyzer. Und in einem von beiden wird das bestimmt hergestellt. Dann verunstalten wir weiter das Ding hier? Nee, ne? Das machen wir irgendwo hier. Hier immer noch keinen ordentlichen Aufbau für Chemical Plants.
Also hier haben wir unsere ganzen Schmelzöfen, hier haben wir die Multipurpose Mixing Chemical Furnaces und so weiter. Hier haben wir die Electrolyzer, aber so einen ungefähren Aufbau für Chemical Plants habe ich nicht. Die stehen alle irgendwie immer wild in der Gegend rum, so wie hier. Soll ich auch mal bei Zeiten ändern. Gib mir den da. Da? Ich glaube da. Petroleum Jelly, da. Polishing Compound, braucht Leichtöl. Wie kriegen wir jetzt Leichtöl am einfachsten hierher? Können wir Leichtöl replizieren? Na, wahrscheinlich eher erst in einem höheren Ding. Okay, bauen wir gleich so einen etwas höheren. Noch höheren, richtig hohen. Gut, und gleich verdoppelt, sehr schön. So, Leichtöl haben wir nicht. Ja, Menno. Hier ist kein Leichtöl. Hier ist Ferric Solution. Hier ist das da. Wir haben kein Leichtöl. Es kann nur nicht. Hier ist Leichtöl. Okay. Wir klauen uns die Chemical Plant von da oben, bauen die unten hin. Weil ich glaube, da unten zerstören wir gerade Leichtöl, weil es irgendwie immer über war. Richtig. Dann hier? Quetsch. Sehr schön. Nimm bitte das da mit Göttermodulen. Diesmal war der kleine Finger auch stark genug. Forder bitte Alumina an. Da und tu das dahin. So. Da, Lumina. Da. So, so. Und was brauchtest du noch? Gar nichts. Hä? Was? Achso, die wurden instant abgeholt. Ich dachte schon. Ja, sehr schön. Das heißt, hier muss nichts mehr vernichtet werden. Wo wurde denn was vernichtet? Du wurdest zu dem da gemacht? Was inzwischen voll ist. Das müsste vernichtet werden. Okay. Dann machst du so, so, so und hier eine Voidpipe hin. Dann kann ich jetzt mal überprüfen, ob das noch funktioniert, wie ich denke, dass es funktioniert. Also Voidpipe dahin. Klau dir mal einfach 200 davon. Und dann schauen wir mal, ob bei diesem Rohr jetzt hier überhaupt noch was ankommt. Oder ob das alles von der Voidpipe vorher weggefressen wird. Nee, kommt immer noch was an. Sehr gut. Das heißt, du solltest jetzt durchgehend arbeiten und kriegst Göttermodule. Ja, durchgehend ist was anderes bei dir, aber ist schon mal ein guter Anfang. So, das heißt, die Paste wird hergestellt, die komischen Dosen werden hergestellt, die Schleifzahnräder-Polierdinger werden auch hergestellt. Sollte jetzt eigentlich alles da sein, richtig? Ich denke schon. Das heißt, wir gucken jetzt hier hin. Hey. Keine Grinding Wheels im System. Okay. Grinding Wheel da. Silikonkavit habe ich vergessen. Mehr habe ich heute nicht vergessen. Das hatte ich doch hier irgendwo hergestellt. Das ist anderes komisches Zeug. Du? Machst du Silikonkavit? Nein, Silikonkarbid ist in was anderem. Du bist Metal Mixing. Du bist Multipurpose. Multipurpose, mach mal bitte Silikonkarbid aus Powdered Silikon und Carbon. Powdered Silikon und Carbon. So, Ärmchen.
Das sollte jetzt funktionieren. Und da wir jetzt das haben, werden die Dosen hergestellt. Da die Dosen hergestellt werden, kommt das hier oben an. Die Kristalle werden hergestellt. Wenn die Kristalle hergestellt werden, werden die anderen Kristalle hergestellt. Weil da ein Ärmchen zwischen ist, genau. Und am Ende kommen die fertigen da raus. Und wir können die Fabriken. Nein, nicht die Fabriken. Das haben wir jetzt alles nicht wegen der Fabriken gemacht. Das haben wir gemacht wegen den Gottmodulen. Richtig. Die Fabriken waren noch ein anderes Projekt. Richtig. Und hier truden jetzt auch schon die ersten 4er-Gottmodule rein. Sehr schön. Das war ein Aufwand. Gut. Okay. Du forderst bitte schon mal die 4er-Gottmodule an. Und wir gucken mal, was die 5er denn so Tolles brauchen für die nächste Folge. Also erstmal brauchen sie natürlich wieder eine bessere Fabrik. Davon sollten wir noch ein paar haben. Nein. So, also Plan für nächste Folge. Gottmodule 5 hier einstellen. Ich denke aber, das wird nicht so kompliziert sein wie eben. Weil es wird nur genau die gleichen Sachen brauchen. Wahrscheinlich nur in größerer Anzahl. Dann das zu Ende aufbauen, dann haben wir ganz viele 5er Module, dann können wir alles super duper aufbauen, dass wir wirklich null Ressourcenprobleme haben. Und dann sollte ich mich langsam wieder Richtung Yuki wagen, dass wir das auch noch abschließen können. Also bis gleich.